zweite und vielleicht größere Problem bei dieser Stelle und das größere Thema bei dieser Stelle sind natürlich die Finger. Es müssen sich hier bis zu 9 Finger, also fast alle, die wir haben, außer dem Daumen, müssen sich gleichzeitig bewegen und sehr exakt bewegen. Ja. Und wie wir wissen, ist Üben so etwas wie Lernen. Und wenn wir etwas lernen, müssen wir zuerst genau wissen, was wir verbessern wollen. Und eine Möglichkeit hier, etwas falsch zu machen, ist zum Beispiel sehr gestreckte Finger zu haben und auch zu große Bewegungen zu machen. Ich werde das kurz demonstrieren. Das kann natürlich nicht funktionieren. Okay? Und wir müssen die Finger auch, zum Beispiel beim Wechsel von A auf C, müssen wir sie sehr exakt bewegen und natürlich alle zur gleichen Zeit. Es wird auch dadurch schwieriger, dass der Daumen sich von unten annähert ans Instrument, der Zeigefinger der linken Hand sogar vom A zu einem Loch rüberholen muss. Die restlichen Finger decken Löcher zu und der kleine Finger muss eine Klappe zumachen, was wieder ein bisschen anders ist. Also der muss theoretisch ein bisschen vor den anderen Fingern diese Klappe zumachen. Es wird dadurch leichter, dass man die rechte Hand ein bisschen liegen lassen kann, aber das geht leider nicht bei allen Tönen, weil das untere C wird dann zu tief. So, also man muss die Hand aufheben, aber nicht zu hoch. Und die Finger sollen leicht gebogen sein, dann geht das am leichtesten. Und nicht so, ich sage immer No Sightseeing für die Finger. Ja. Die Finger bleiben nahe am Instrument, ungefähr 1 oder 2 Zentimeter drüber und sind leicht gebogen. Ich sehe viele Studenten, die diese Bewegung machen. Das ist gar nicht gut. Auch diese Bewegung ist nicht gut. Wir suchen uns die beiden Töne aus, die für uns am schwierigsten sind. Zum Beispiel. Und machen sozusagen einen gedanklichen Kreis um diese beiden Noten. Wir nehmen jetzt an, dass wir bei C, C die größten Probleme haben, weil es auch das größte Intervall ist. Und wiederholen diese ein paar Mal. Und wir entwickeln ein Gefühl für dieses Intervall. Nehmen wir das nächste Intervall. Entwickeln wir ein Gefühl für den Klang jedes Intervalls.